Österreich hustet, niest und schnupft. Die Viren fliegen uns nur so um die Ohren. Zeit also, um das passende Medikament zu finden. Doch immer wieder stehen Betroffene vor demselben Problem. Das Medikament der Wahl ist nicht lieferbar. Die Krankenstände werden mehr, bestimmte Medikamente allerdings weniger. Schätzungen der AGES zufolge gibt es derzeit über 360.000 Grippefälle im Land. Ähnliche Erkrankungen sind gar nicht mit einberechnet. Doch immer wieder kehren kranke Menschen mit leeren Händen aus der Apotheke zurück ins Bett. Denn die Antwort, die oftmals zu vernehmen ist, lautet: Das Medikament ist momentan nicht vorhanden, weil nicht lieferbar. Die Gründe dafür sind vielfältig. Beispielsweise Lieferkettenprobleme und Exporte, die parallel laufen. Zudem ist die Nachfrage nach bestimmten Medikamenten, die ähnliche Symptome lindern sollen, groß. Doch auch Kostengründe werden immer wieder genannt. Es wird eingespart, da etliche Pharmafirmen in den letzten Jahrzehnten von Europa ausgelagert wurden und stattdessen nach Asien gegangen sind. Das weiß auch Primar Reinhold Kerbel, der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde. Also dieses Problem ist ja leider gar nicht neu. Dieses Problem kennen wir ja schon seit längerer Zeit, weil wir die Medikamentenproduktion ja großteils nach China ausgelagert haben, im eigenen Land nur mehr wenig herstellen. Das ist ein Fehler, der sich jetzt rächt, muss man sagen. Und ja, es ist so, dass man jetzt manche Medikamente gar nicht bekommt, wobei man aber auch sagen muss, zum Glück gibt es meistens irgendwelche Ausweichmedikamente, sodass man da dann halt ein anderes verwenden muss, aber auch kann. Aber insgesamt ist die Situation diesbezüglich seit längerem schon unbefriedigend. Die Bundesagentur für Sicherheit im Gesundheitswesen gibt an, dass die Zahl von Medikamenten, bei denen es Vertriebsprobleme gibt, sprunghaft angestiegen ist. 2019 wurden 323 Meldungen gezählt. Ein Jahr später stieg die Zahl auf 1290. Für heuer dürfte die Zahl wohl noch deutlich höher liegen.